Moin Leute, ganz herzliches Willkommen zum neuen Video. Das Halbfinale der Copa America steht an. Brasilien gegen Argentinien und Chile gegen Peru. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten geht's jetzt los mit Brasilien gegen Argentinien. Für Brasilien musste das Elfmeterschießen herhalten, um in die Runde der besten vier einzuziehen, aber Argentinien spielt auch noch nicht das überzeugendste Turnier. Hier hatten sie aber den besseren Beginn. Das ist Lionel Messi, der dann 16 Meter vor dem Strafraum beziehungsweise 16 Meter vor dem Tor am Strafraum zum Abschluss kommt, aber Alisson Becker nicht überwinden kann. Doch die Argentinier waren hier irgendwie besser und frischer drauf. Brasilien sehr tief über weite Strecken und somit Möglichkeiten für Argentinien, immer wieder zu Abschlüssen zu kommen, auch wenn die teilweise wirklich ungefährlich waren. Sie kam zustande und von Brasilien war nach vorne im Prinzip nichts zu sehen. Der Treffer fehlte, einzig und allein für die Albiceleste. Nun Argentinien nochmal über die rechte Seite, spielen sie sich in die Mitte zu einigen Freiräumen. Brasilien kommt nicht richtig dazwischen, Sergio Aguero nochmal mit dem Abschluss kurz vor der Pause, aber der geht auch nur ans Außennetz. Dann war erstmal Pause, Argentinien wirklich mit einer guten Partie, Brasilien enttäuschte eigentlich über die komplette Distanz. Bringen wir in den zweiten Durchgang jetzt auch Argentinien mit sehr wenigen Möglichkeiten. Der Freistoß von Messi symbolhaft dafür. Dann der Fehler aber von Roberto Firmino. Messi, Paredes legt in die Mitte und da ist Marcos Acuña. 67. Minute, 1:0 für Argentinien. Klar war das verdient, aber der zweite Durchgang von Argentinien auch lange nicht mehr so unterhaltsam und gut wie der erste. Jetzt musste Brasilien kommen, wir sind aber schon in der Schlussphase. Da ist die Vorlage von Firmino. Coutinho legt auf zu Alan und der macht eine Minute vor regulärem Spielschluss doch noch den Ausgleich. Das ist super überragend gespielt und zieht dann das 1:1 nach sich. Es ging in die Verlängerung. Im Halbfinale gibt es diese, im Viertelfinale gab es ja direkt Elfmeterschießen. Das ist Arthur. Sieht William, der kann aber nicht an den Ball kommen. Brasilien bleibt aber dran. Firmino zu William. Was für ein Tor! Eine Minute vor dem Seitenwechsel macht er hier das 2:1, den Führungstreffer für Brasilien, jetzt die erste Führung eben für sie an diesem Abend. Und Argentinien kam nochmal im zweiten Durchgang der Verlängerung. Sie brachten alles nach vorne, aber Brasilien verteidigte jetzt durchaus diszipliniert. Nochmal Paulo Dybala. Der kommt zum Abschluss, aber Thiago Silva schmeißt sich rein, so dass es nicht wirklich gefährlich war. Und dann platzte die Hoffnung für Argentinien vom Triumph. Brasilien gewinnt mit 2:1, zieht damit ins Finale ein. Und Messi und die argentinische Nationalmannschaft, das klappt nicht. Chile schmiss Kolumbien raus und Peru, vor allem überraschend Uruguay. Im Elfmeterschießen setzen sie sich damit 5:4 durch. Das war absolut dramatisch. Peru hatte hier die bessere Anfangsphase, in weiß gekleidet. Hier jetzt mit dem Eckstoß von der rechten Seite. Und sie bleiben auch im Ballbesitz. Der erste Abschluss dann, aber Charles Aránguiz, der Chilene, schmeißt sich da rein und verhindert Schlimmeres. Aber Peru hatte hier wirklich einen durchaus ansehnlichen Beginn. Wieder der Ballgewinn von Peru. Chile nach vorne, extrem unauffällig. Da ist der Abschluss von Carrillo und der ist richtig gut. Schöne Direktabnahme, fehlte gar nicht mal so viel. Mit dem linken Spann zieht er den knapp am Tor vorbei.
Und jetzt mal die Chilenen. Über die rechte Seite mit Isla. Wunderbare Flanke. Eduardo Vargas löst sich rechtzeitig von seinem Gegenspieler. Und in der 34. Minute dann das 1:0. Wie aus dem Nichts. Galese aus kurzer Distanz natürlich ohne Chance. Aber das war etwas fahrlässig jetzt verteidigt. Und sie kam nochmal vor der Pause über die linke Seite diesmal. Alexis Sanchez ist im Strafraum, legt zurück. Arangiz, Alexis Sanchez, 2:0. 45. Minute, der richtig deftige Nackenschlag für die Peruaner, die hier die bessere Mannschaft waren über weite Strecken der ersten 45 Minuten. Die Tore erzielt aber Chile und somit stehen sie mit einem 2:0 da. Jetzt hatten sie auf einmal Selbstvertrauen. Bourcejour zu Charles Arangiz. Hernandez, Arangiz, Hernandez gegen Galese. Diesmal ist er da. Etwas zu zentral getreten, dieser Schuss. Aber gefährlich wurde es ab und an trotzdem. Von Peru nach vorne jetzt deutlich weniger zu erkennen. Die zwei Tore waren wirklich richtige Wirkungstreffer. Alexis Sanchez. Der Flankenball nicht optimal, aber Chile bleibt dran. Bourcejour, Bourcejour in die Arme von Galese. Den fängt er ab, das ist kein wirkliches Problem. Und nochmal Chile in der Schlussphase. Vargas zu Hernandez und der macht das 3:0 und damit endgültig alles klar. 78. Spielminute, das 3:0. Bringt Chile ins Finale. Peru hatte die deutlich bessere Anfangsphase. Die erste Hälfte gehörte ihnen. Sie lagen mit 2:0 zurück und müssen sich so geschlagen geben. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss.